USS Enter ist auf dem letzten Platz der Star Star Space Flottenbestenliste. Wir müssen mehr Credit Points zusammenbekommen. Also wir haben schon viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs sein, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Was ist mit dabei in Galaxien vordringen, wo noch nie zuvor ein Mensch gewesen ist? Die nächste Galaxie wäre Andromeda und wir bräuchten mit 100-facher Lichtgeschwindigkeit ungefähr 2500 Jahre, bis wir ankämen. Na dann los! Bis dahin sind doch alle Crewmitglieder tot. Na dann los! Nein, nicht alle. Quallen leben ewig. Lieutenant Qualle hat aber kein Gehirn. Ist er überhaupt Lieutenant geworden? Kurs setzen auf die Andromeda-Galaxie. Das ist super unlogisch, in Galaxien vordringen. Wer sich das ausgedacht hat, ist ein Idiot. Wir brauchen die Credit Points, sonst streicht das Oberkommando unsere Gehälter. Aber die Erkundung des Weltalls ist nicht nur dein Job. Wir machen das Ganze jedoch wegen einer unstillbaren Neugier und dem Wunsch nach Frieden und Einklang mit dem Universum. Frieden im Universum nimmt mein Friseur aber nicht als Bezahlung an. Ich mach das hier wegen Geld. Ja, ich auch. Ich auch. Wie soll ich mir denn sonst dieses Sweet Lasergewehr leisten? Yeah. Aber Geld ist doch nicht wichtig, wenn es um die Erforschung geht. Yeah. Wir könnten am Rande des Quadrantengesteins Planeten kartografieren. Für jeden gibt es einen Credit Point. Ungewohnte atmosphärenlose, langweilige Gesteinsplaneten. Das war das Thema meiner Abschlussarbeit. Das machen wir. Planetenklasse Stein. Zusammensetzung Stein. Atmosphäre? Nein. Name? Steini 1. Steini 2. Steini 3. Steini 4. Steini 528. Steini 2329. Und Steini 10. Tja, jetzt haben wir 10 Credit Points. Was für nah zu zählen ist das denn? Das ist das Spaßigste am Gesteinsplaneten kartografieren. Weiter geht's. Logbucheintrag des Captains. Wir sind am Arsch der Welt. Ja, genau hier. Aber laut Sternkarte sollte da gar kein Nebel sein. Oh, neue Nebel entdecken gibt 20 Credit Points. Volle Fahrt voraus. Wow. Die Wolke sieht aus wie ein Herz. Und wie ein Stern. Die sieht aus wie eine Maus. Ach ja, und die sieht aus wie ein Mensch. Captain, die Dichte des Nebels erhöht sich rapide und wird Energie abgezogen. Oh, was sagen andere Captains in dieser Situation? Immer Polarität umkehren. Ja, Deflektor auf Maximum. Ja, Mr. Chekhov, gehen Sie auf Warp. Wir können die Nebelbarriere nicht durchdringen. Je mehr Energie unser Antrieb braucht, umso mehr wächst der Nebel. Energieverbrauch und Wachstum? Der Nebel ist eine Lebensform. Hä? Die einzige Lösung ist, alle Energie komplett auszuschalten und durch die natürliche Verdauung des Nebels wieder ausgeschieden zu werden. Na toll, und wie sollen wir ohne Energie jetzt was sehen? Durch die wichtigste Erfindung der Menschheitsgeschichte. Die Steinzeitmenschen nannten es Lagerfeuer-App. Persönliches Logbuch des Captains. Unsere Reise durch den Nebel dauert nun schon mehrere Tage und ohne Energie ist uns allen etwas klar geworden. Wir sind nicht nur eine Crew mit einem Job. Wir sind eine Großfamilie, die zusammenhält und die Freundschaft, die wir geschlossen haben, ist der wahre Lohn bei dieser Mission. Schwarzes Loch voraus. Das wird ja auch Zeit. Kurs aufs Oberkommando nehmen und Credit Points abholen. Ihr könnt mich alle. Yeah.